Viele Deutsche, ich auch, wir mögen das, wenn wir hören, wie andere Leute Deutsch sprechen mit Akzent. Ich glaube, Dominik, als er in der Pubertät war, sein Traum war, glaube ich, nicht Deutschlehrer zu sein und Sprachen zu lernen. Sagen auch meine deutschen Freunde, red schneller, warum redest du so langsam? Was ist los? Um Sprachen zu lernen, muss man neue Kulturen kennenlernen und in der Lage auch kennenlernen können. Wo hast du diese Aufgeschlossenheit geholt? Mein ganz persönlicher Schlüssel zum Erfolg, dieses Step-by-Step-Lernen, wirklich ganz kleine Schritte. An jedem Wort, was du lernst von einer neuen Sprache, hängt auch so viel Kultur und Geschichte dran, so viel Humor, Lebensgeschichte. Da hängen Menschen dran, hat mir mein Kumpel mal gesagt. Ich habe besser einen Vogel in der Hand als 10 auf dem Ast. Jawohl. Wie kannst du es zusammenfassen, was dir Sprachenlernen beigebracht hat? Jede Sprache, die du lernst oder die du sprichst, das macht dich zu einem neuen Menschen. Du hast mir sehr viel beigebracht. Vielen Dank. Wenn man eine Sprache lernt, das verlierst du nicht. Das wird ein Teil von dir. Du hast das in dir. Wenn du mit mir in einer Sprache sprichst, die wir beide verstehen, dann sprechen unsere Köpfe. Wenn du mit mir in meiner Muttersprache sprichst, dann sprechen unsere Herzen miteinander. Möchte ich dir das magische Handy geben? Kannst du dadurch ein SMS von dem an alle Menschen da draußen schicken? Peace. Bis dann.